Hi, es sind Semesterferien und irgendwie passt dieses Video nicht so ganz in Semesterferien, aber manchmal muss man in Semesterferien noch Prüfungen schreiben oder hat einen Nebenjob oder private Projekte oder sonstiges. Und deswegen passt es irgendwie doch, weil man in Semesterferien auch sehr dazu tendiert, eher faul rumzuliegen und den ganzen Tag im Bett zu verbringen, weil man ja keine Verpflichtung hat. Aber irgendwie hat man sie doch. Und ich drehe dieses Video, weil ich selber eben gerade in so einer Situation war oder immer noch bin und einfach nur gegammelt habe, obwohl ich einige Projekte habe oder einige Dinge, die ich vielleicht besser tun sollte, bevor es zu spät ist. Ich dachte mir so, Jana, die einzige Möglichkeit, produktiv zu werden, ist es, ein Video darüber zu machen, wie man am besten produktiv ist. Wow! Das sind wirklich Dinge, die mir persönlich helfen. An faulen Tagen, an denen ich eigentlich nur rumgammel und in so faulen Perioden meinen Arsch hochzukriegen und Dinge zu erledigen, die ich zu erledigen habe. Es gibt bestimmt noch was zu ergänzen und noch andere super Tipps, die anderen helfen. Ihr könnt das gerne in den Kommentaren teilen. Das sind so die Sachen, die mir dabei helfen und mit denen ich ganz gut mich dazu zwingen kann, produktiv zu sein. Die erste wichtige Sache ist meiner Meinung nach planen. Ich bin super schlecht im Planen, schon eigentlich immer gewesen. Ich habe es immer irgendwie geschafft, alle meine Termine im Kopf zu behalten. Aber ich habe begonnen, trotzdem ein bisschen mehr zu planen. Auch wenn ich mich dazu immer noch zwingen muss, weiß ich, dass es damit irgendwie besser funktioniert. Und was ich am Anfang eines Projektes sehr sinnvoll finde, ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals irgendwo erwähnen werde, ist ein sogenannter Projektstrukturplan. Voll krass, das haben wir letztes Semester in so einem unnötigen Fach namens Projektmanagement in der Uni gehabt. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich da irgendwas sinnvoll finden werde. Aber dieses einzelne Ding fand ich tatsächlich sinnvoll. Das ist quasi ein Plan, wo ihr euer Projekt auf einzelne kleine Aufgabenbereiche runterbrecht. Also ihr habt quasi euer großes Projekt, was auch immer es ist, sei es eine Klausur, sei es das Abi, sei es ein einzelnes Fach im Abi, worauf ihr lernt, sei es irgendein Designprojekt, sei es eine Webseite, die ihr programmieren müsst. Der Projektstrukturplan sieht quasi vor, dass ihr das Projekt erstmal in einzelne Teilprojekte unterteilt, weil ein Projekt meistens nie nur einen Bereich umfasst, sondern mehrere. Das kommt natürlich darauf an, wie groß euer Projekt ist oder eure Aufgabe, aber ja, ich denke, wenn ihr euch da so ein bisschen durchdenkt, werdet ihr so einzelne Bereiche herauskristallisieren können, in die ihr eure Aufgabe unterteilen könnt. Sobald ihr das gemacht habt, unterteilt ihr diese Teilprojekte wieder in einzelne Teilaufgaben, die aber auch noch ein bisschen weiter gefasst sein können, also quasi kleinere Aufgaben innerhalb des Projekts, die erledigt werden müssen. Und innerhalb dieser Teilaufgaben gibt es dann nochmal sogenannte Arbeitspakete. Das sind quasi der kleinste Teil, die kann man nicht mehr unterteilen. Das ist das kleinste Element eurer Projekte. Ich denke, in meinem Fall hätte man das bestimmt noch weiter unterteilen können, aber ihr müsst einfach sehen, wie es euch am besten passt und womit ihr am meisten anfangen könnt. Ich finde es sehr sinnvoll, durch diesen Plan irgendwie einen Überblick darüber zu bekommen, was alles gemacht werden muss, um dann am Ende das Projekt abhaken zu können und um diese einzelnen Teilaufgaben oder Arbeitspakete in meine To-Do-Liste eintragen zu können, weil das ist der nächste Punkt. Ich finde es sinnvoll, To-Do-Listen zu führen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Als zweites finde ich es auch wichtig, sich klare Deadlines zu setzen. Nicht eine Deadline für das komplette Projekt, weil da schwimmst du trotzdem rum und siehst es am Ende des Tunnels quasi, aber zwischendrin weißt du nicht, was du machen sollst. Ich finde es sinnvoll, auch für diese einzelnen Teilaufgaben und Arbeitspakete sich klare Deadlines zu setzen. Das, ja, da muss man sich auch irgendwie dazu zwingen, weil es nervig ist, sich für jedes einzelne Ding eine Deadline zu überlegen, die sinnvoll ist. Aber wenn ihr das später dann wirklich abarbeitet, so, das macht echt Sinn. Und ihr habt ein Erfolgserlebnis, wenn ihr diese Deadlines erfüllt habt. So, und damit ihr jetzt nicht 10.000 Zettel rumfliegen habt, wenn ihr euch die einzelnen To-Do-Listen zu den einzelnen Teilaufgaben oder wie auch immer schreibt, gibt es bestimmte Tools, die ihr dafür verwenden könnt. Boah, ich hätte echt niemals gedacht, dass ich sowas in einem Video erwähnen würde. Für die Deadlines, wo ihr dann quasi die einzelnen Termine oder Meilensteine oder so eintragen könnt, empfiehlt sich natürlich ein Kalender. Viele Leute nutzen sehr gerne Google-Kalender, weil du da alles voll leicht rumschieben kannst und ja, sehr leicht eintragen kannst. Aber du kannst da jetzt nicht so wirklich To-Do-Listen einfügen, soweit ich das weiß. Deswegen gibt es noch ein zweites Tool, was ich euch empfehlen kann, und das ist Trello. Kennen bestimmt von euch manche aus der Uni oder aus irgendwelchen auch Arbeitsprojekten. Das ist ganz einfach gesagt eine Sammlung von To-Do-Listen. Da könnt ihr ganz leicht neue Punkte auf einer To-Do-Liste
erstellen, abhaken, verschieben, als erledigt markieren. Ihr könnt Termine und Dringlichkeiten einstellen. Ihr könnt, was auch ein Vorteil ist, gegenüber analogen Methoden, ihr könnt diese To-Do-Listen mit anderen teilen. Also falls ihr ein Projekt habt, wo noch andere teilhaben sollen, was in der Uni ganz oft der Fall ist, dann könnt ihr diese To-Do-Listen in Trello auch teilen. Was ich allerdings verwende und was für mich irgendwie zumindest für so private Projekte und teilweise auch für Uni-Projekte die beste Lösung ist, ist mein Bullet Journal, weil ich da sowohl Kalender als auch To-Do-Listen irgendwie vereinen kann, was für mich am besten funktioniert. Also ich habe in meinem Bullet Journal so für jeden Tag einzelne Zeiten und da setze ich mir genau an, wann ich was mache. Und ich mache es dann so, dass ich innerhalb dieses Bereiches dann einzelne To-Do-Listen für diesen Arbeitsschritt schreibe. Wenn man das so durchzieht, hat man zumindest schon mal einen Überblick über das, was so in den nächsten Tagen ansteht. Ob man sich jetzt daran hält oder nicht, ist eine andere Sache, aber ja. Und was ich da aber auch voll wichtig finde, wenn ihr eure Tage so plant, ist es Zeit für Hobbys einzuräumen. Wenn ihr euch nämlich die ganze Zeit nur mit etwas beschäftigt, wo ihr eigentlich keinen Bock drauf habt, habt ihr irgendwann erst recht keinen Bock drauf. Und deswegen finde ich es wichtig, sich auch wirklich bewusst Zeit für Hobbys einzuplanen, wo man dann auch wirklich das machen darf, weil es so eingeplant wurde und man kein schlechtes Gewissen haben muss. Die zweite Sache, die mir hilft, meinen Arsch hochzubekommen, ist es, früh aufzustehen. Und bei mir, für mich, meine ich da persönlich, sehr früh aufzustehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom 5 AM Club gehört habt. Ich weiß nicht, ob es 5 AM oder 4 AM ist. Also von diesen Leuten, die wirklich sehr früh aufstehen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir auch so, das könnte ich nie. Ich mache es tatsächlich. Als es sehr stressig war jetzt so gegen Ende des Semesters, hat mir das wirklich geholfen, meinen Stress ein bisschen zu reduzieren. Ich bin einfach ein bisschen früher ins Bett gegangen und dafür um 5.30 Uhr aufgestanden. Sei es, ihr steht um 4 Uhr auf, um 5 Uhr oder um 5.30 Uhr ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zum 8 Uhr aufstehen. Ich habe es genutzt, um einfach an meinen To-Dos weiterzuarbeiten, um mehr Zeit zum Erledigen von meinen Sachen zu haben. Die Leute machen da verschiedenste Sachen. Sie meditieren, sie schreiben Tagebücher, sie schreiben irgendwelche Motivationslisten. Das mache ich jetzt nicht so. Ich nutze die Zeit, um meinen Tag zu planen und um schon mal quasi anzufangen. Aber viele sagen auch, dass es sinnvoll sein kann oder ja, gut sein kann, da das zu machen, was man wirklich möchte. Also wenn ihr zum Beispiel Uni-Sachen machen müsst, habt ihr nicht mehr so viel Zeit für private Projekte, dass ihr wirklich in dieser Zeit eure privaten Projekte irgendwie vorantreibt und das macht, was ihr wirklich machen wollt und nicht müsst. Und ich persönlich finde es so motivierend, dann um 9 in die Uni zu müssen oder um 8 und zu wissen, ich habe schon das und das und das geschafft und irgendwie sich schon so produktiv zu fühlen. Weil wenn ihr so um 8 voll verklatscht aufsteht oder das Haus verlasst und gerade erst aufgestanden seid, dann ja, ist es einfach nur stressig. Und es ist auch irgendwie cool zu arbeiten oder einfach produktiv zu sein, egal was ihr macht und zu wissen, dass die meisten anderen Leute noch schlafen. Das hat irgendwie was. Bei mir ist es ganz wichtig, die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich kann überhaupt nicht arbeiten, wenn der Schreibtisch komplett voll ist oder das Zimmer, in dem ich mich befinde. Und ich finde es total wichtig, vorher erstmal das Zimmer oder den Schreibtisch aufzuräumen. Da räumt sich irgendwie gleichzeitig was in meinem Kopf auf. Und ja, wenn man sich nur um das fokussieren kann, was vor einem liegt, dann finde ich es irgendwie einfacher. Und dann mag ich es auch voll gerne, mir einfach eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Das hört sich vielleicht super klischeehaft an und eigentlich total unnötig und super girly-mäßig. Ich mag es einfach, Kerzen aufzustellen und mir so ein bisschen eine gemütlichere Atmosphäre zu schaffen. Und was ich auch empfehlen kann, ist irgendeinen Duft anzumachen, den ihr gerne mögt und der euch irgendwie motiviert. Ich habe so einen Aromavernebler, der eigentlich auch super unnötig ist, weil ich auch einfach eine Duftlampe benutzen könnte oder so. Auf jeden Fall könnt ihr ja jeden Duft nehmen, in jedem Duftverströmer, den ihr mögt, sei es irgendwie so ein Aromavernebler oder auch einfach nur eine Duftkerze. Ich habe da gerade einen Motivationsduft reingetan, den mag ich ganz gerne. Was ich immer super gerne mag, ich weiß nicht warum, ist mir einfach einen Tee zu machen oder einen Kaffee oder irgendein Getränk, was ihr gerne mögt, was man sich daneben stellen kann und zwischendrin einfach so, ja, genießen kann. Und bei mir ist das trinke ich jetzt nicht so oft, aber es ist voll interessant, weil ich erinnere mich noch daran, dass ich das zur Abi-Zeit immer mir gemacht habe. Fast jeden Tag eigentlich, habe ich mir einen Bananen-Haferflocken-Milchshake gemacht. Habe ich einfach Bananen genommen, Haferflocken, Milch zusammen püriert, zusammen gemixt und in ein Glas gefüllt. Und der Geschmack erinnert mich so an meine Abi-Zeit, wo ich dann auch mal geschafft habe, produktiv zu sein. Und irgendwie, ja, schmeckt es auch voll lecker und ist gesund. Deswegen kann man das natürlich mal ausprobieren. Und dann, je nach Tätigkeit,
mag ich es auch einfach gerne im Hintergrund irgendwie Radio laufen zu haben oder Musik oder ein Podcast oder ein Hörbuch. Das hängt natürlich total davon ab, was für eine Tätigkeit es ist. Wenn ich nur stupides Homeoffice mache, wo ich mich nicht konzentrieren muss und nicht wirklich Fehler mache, dann höre ich sehr gerne Hörbücher oder Podcasts. Und wenn ich wirklich was lernen muss oder was mache, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, dann habe ich in letzter Zeit so Spotify-Playlists entdeckt. Das ist so in diesem Entdecken-Browse irgendwie, Stimmung, glaube ich, oder so. Weiß nicht genau, ihr seht es hier. Sind so Konzentrations-Playlists, die einfach so ruhige und nicht ablenkende Musik sind, die mich irgendwie aber trotzdem so ein bisschen pushen. Und was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass ich mich einfach nicht konzentrieren kann, wenn mein Handy neben mir liegt. Egal, ob gerade eine Notification reinkommt oder nicht, wenn mein Handy neben mir liegt und ich weiß, dass es eine aktive Internetverbindung hat und jederzeit eine Nachricht kommen könnte oder so, dann kann ich nicht so gut arbeiten. Und dann nehme ich auch das Handy einfach in die Hand und scroll durch Instagram oder so. Einfach so zwischendrin. Und um das zu verhindern, könnt ihr entweder euer Handy zumindest auf Nicht-Stören-Modus machen oder auf Flugmodus oder einfach ausschalten und wegtun. Am besten aus dem Zimmer raus. So, und dann eine Vorgehensweise, um seine To-Do-Liste abzuhaken, ist die Aufgaben auch mal nach dem Level der Unangenehmheit zu sortieren und die Aufgabe, die einem am unangenehmsten ist und vor der man sich am meisten drückt, als erstes zu erledigen. Wenn ihr diese Aufgabe noch nicht erledigt habt und euch um die angenehmeren Aufgaben kümmert, habt ihr diese Aufgabe immer im Hinterkopf und es drückt eure Stimmung und ihr könnt euch nicht auf die anderen Aufgaben konzentrieren. Und andersrum, wenn ihr diese Aufgabe als erstes macht, dann seid ihr voll motiviert. Dann seid ihr so stolz auf euch und habt ein Erfolgserlebnis und seid direkt motivierter, ja, nicht direkt wieder faul zu sein, sondern eure anderen Aufgaben zu erledigen. Und was ich mache, um konzentrierter zu sein und was allgemein auch sinnvoll ist, ist wirklich nur eine Aufgabe nach der anderen zu machen und nicht mehrere Aufgaben parallel. Das habe ich vorhin schon erwähnt, als ich so geplant habe, ist wirklich euch einen klaren Zeitraum für die Aufgaben zu setzen. Also ich mache jetzt bis 11 Uhr programmiere ich jetzt an meiner Webseite. Oder ich lerne jetzt 50 Minuten lang und dann kann ich eine Pause machen. Oder und dann mache ich das und das. Einzuplanen, wann ihr was macht, hilft nicht mit den Gedanken auch woanders zu sein, weil ihr wisst, dass ihr das noch erledigen werdet, weil ihr dem schon einen Zeitpunkt gegeben habt, an dem ihr das machen werdet. Deswegen müsst ihr es nicht die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. So, und was ich jetzt auch gerade schon erwähnt habe, ist, dass Pausen wichtig sind. Also ihr müsst wirklich nicht wie ein Workaholic 8 Stunden am Tag durcharbeiten und durchkonzentriert sein. Das kann auch keiner, das funktioniert auch nicht. Sondern es ist wirklich wichtig, dass ihr euch auch Pausen erlaubt und vielleicht sogar mit einplant direkt. Wenn ihr leicht vom Handy abgelenkt werdet und gerne ans Handy würdet, könnt ihr euch schon mal feste Handypausen setzen, die ihr dann 5 Minuten, 10 Minuten auch mit einem Timer quasi festsetzt, wo ihr euch Zeit am Handy erlaubt und dann macht ihr weiter. Oder ihr macht einfach nur 10 Minuten Pausen zwischendrin oder geht mal für längere Zeit an die frische Luft. Also ich brauche das echt jeden Tag, weil ich in letzter Zeit sehr viel am Schreibtisch sitze. Ich muss einfach jeden Tag an die frische Luft. So nach 5-6 Stunden kann ich einfach nicht mehr, sondern muss mal komplett meinen Kopf freikriegen. Und das schaffe ich am besten, indem ich mal rausgehe. Weil wenn man draußen ist, ja, schafft man es auch wieder so in die Realität zurückzukommen. Man ist so in seinem Fokus und irgendwie ist man alleine und alles ist dann so ganz komisch, wenn man so von der Menschheit abgetrennt ist. Und wenn man dann mal rausgeht und zurück in die Menschheit, dann findet man auch so ein bisschen in die Realität zurück. Das sind Sachen, die mir helfen, aus meiner Faulheit rauszukommen. Wenn ihr noch andere Methoden habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es würde auch anderen helfen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt und euch austauscht. Und egal, was für ein Projekt oder welche Aufgabe bei euch so ansteht, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei, euren Arsch hochzubekommen. Was man bei all dem sagen muss, es ist auch okay, mal faul zu sein. Man darf auch mal einen ganzen Tag auf dem Sofa liegen und Netflix schauen. Oder man darf den ganzen Tag YouTube-Videos schauen. Und man darf den ganzen Tag lesen. Oder was auch immer macht, was ihr gerne macht und als Prokrastinieren bezeichnet, das dürft ihr auch mal machen. Aber wenn ihr merkt, dass das Überhand nimmt und euch nicht mehr wohl dabei fühlt, sondern eigentlich wüsstet, dass ihr was machen sollt, dann helfen euch vielleicht meine Tipps dabei irgendwie, ja, da wieder rauszukommen. Aber trotzdem, seid manchmal faul, das ist auch wichtig. Wir sehen uns dann, wenn ich mich wieder dazu aufgerafft habe, ein neues Video zu machen. Tschüss.